Türken Gene können übernehmen. Auch als Loser des Kampfes geht dein rechter Arm nach oben. Drop doch mal auf meinen Beat, doch du bist komplett lost. Boy, 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 boy. Dicker, besser ist es doch, dass ich nicht soft bin. Sonst hätte mich Dopp schon vor dem Achtel geworfen. Sagt, ich wäre ein Allmann, was ne Innovation. Ich könnte ein Text mit einem Wort kontern, Integration. Ja ey, guten Moinsen, hier ist John Lemon und ich bewerte jetzt das Battle Styles vs. Binnick. Fangen wir also erstmal mit den Videos an. Beide Videos sind eigentlich auf einem gleichen Level, beide haben stabil performt. Ich meine, im Styles Video hat zwar Bamroo performt und auch für ihn das Video geschnitten, aber wie gesagt, von beiden eine stabile Leistung, deswegen es ein 1:1 bei den Punkten gibt. Der Delivery-Punkt geht meiner Meinung nach ganz klar an Styles, einfach wegen seiner aggressiveren Art zu rappen, seiner überkrassen Mische. Nee, das kommt doch gar nicht. Auf jeden Fall wegen seiner krassen Art zu rappen und wie er auch die Dinge betont und sein Flow und bla bla bla. Ich muss da nicht großartig was erklären, oder? Cool, hätten wir das auch geklärt. Der nächste Punkt wäre dann der Audio-Punkt, welcher aus 3 Punkten besteht. Er ist aufgeteilt in Qualität, Flow und Musikalität und alle 3 Punkte werden hier an Styles gehen natürlich. Und auch bei dem anderen Battle heißt Bönigs Hinrunde vs. Styles Rückrunde, dort werden die auch schon mal an Styles gehen. Spoiler, bla bla bla, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So hätten wir die ganzen irrelevanten Punkte auch abgehakt und kommen wir mal zu den Punchlines. Und zwar die Anfangsline von Styles Hinrunde fand ich ganz okay. Es ist zwar nichts Überragendes, aber es ist funny. Und mit dieser Angriffsfläche wird er auch die meiste Zeit rumspielen. Heißt, es geht hauptsächlich darum, dass er ein deutscher Türke ist und er macht sich sehr darüber lächerlich. Was ihm noch sehr gelingt mit Lines wie: Um als Erster zu essen, legt er ein Handtuch auf seinen Döner. Oder rufst du Anne, meinst du Mama oder doch deine Schwester? Das sind allesamt sehr gute und witzige Lines, die mich sehr entertained haben. Zwischendrin sind dann auch Lines wie: Sogar ich kann dir nicht helfen, hab den Hurensohn gemobbt. Jeder hat ja Potenzial, aber du bist halt nicht Slow. Ja, cool, danke. Und jetzt? Die letzten paar Lines, in denen er sagt, dass er Mahmoud ist. Da habe ich mich auch erstmal gefragt, wie er jetzt auf Mahmoud kommt. Ich meine, ja, arabischer Name, okay, kann man noch so sehen, aber es ist allseits bekannt, dass Bönig Wolken heißt und ich weiß nicht. War nicht das Beste, aber ich sehe, in welche Richtung er damit wollte. Danach kommt die Hook, welche ich sehr abfeiere und in welcher auch noch eine Line dabei ist, die ich noch gefeiert habe. Und zwar: Deine Türkengene können übernehmen, auch als Loser des Campus geht dein rechter Arm nach oben. Danach kommt der zweite Part und den fand ich punchline-technisch eigentlich ziemlich schwach, weil viele Dinge für mich auch wenig Sinn gemacht haben. Ich meine, die erste Line, ich konnte zwar den Ansatz verstehen, aber ich weiß nicht, die Verpackung war einfach nicht wirklich das Geilste. Ich meine, komm Tarkan, bist du Türke, du schwanzlose Nutte, auf einmal seid ihr Haarspray, Digga, Schwarzkopfprodukte. Ich weiß, was er damit meint und dass Türken auch immer als Schwarzköpfe und was weiß ich bezeichnet werde, aber die Verpackung puncht einfach nicht wirklich für mich. Welche Line ich wiederum wieder sehr gut fand, war: Bist du Schizo oder so, jetzt wird das Spasti mies gefickt, denn du wechselst deine Seite wie Gitarrenspieler, Bitch. Und die letzte Zeile fand ich auch sehr amüsant, in der er sagt: Nee, da meint das ernst, du malt eine Flagge mit Sichelmond und Hakenkreuz. Nochmal eine sehr witzige Art zu sagen, dass er Deutsch-Türke ist. Kommen wir jetzt aber mal zur Rückrunde von Wolki, wo er sich mit dem Kontern austoben konnte. Ich finde den Anfang an sich ganz nett, aber auch nichts Besonderes. Ich werde da nichts zählen lassen. Die Asche-Line danach habe ich auch nicht wirklich geblickt, weil ich nicht weiß, inwiefern man seinen Sohn beklaut, wenn Asche ein Feature mit ihm haben will, aber na gut. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, war, dass Styles am Anfang seines ersten Parts in seiner Hinrunde gesagt hat, dass Alpha Music es mitbekommen hat, dass Bönig Deutsch-Türke ist und Asche ein Feature wollte, was ich auch nochmal sehr amüsant fand. Ich hab's jetzt erwähnt, weiter geht's. Danach kamen 4 Zeilen, in der er die Aussage "Jeder hat Potenzial, aber du bist halt nicht Sloth" kontert, indem er sagt: Widersprüche sieht man in deinem ekelhaften Text, wie du sagst, ich bin nicht Sloth, aber jeder hat Talent. Dicker, besser ist es doch, dass ich nicht Sloth bin, sonst hätte mich Dopp schon vor dem Achtel geworfen. Die ersten beiden Zeilen finde ich, wack, was soll das, was, ich blick's nicht, what? Was danach kommt, finde ich aber schon um einiges besser, da er sagt, dass es besser ist, dass er nicht Sloth ist, da er sonst schon im Achtel geflogen wäre gegen Dopp und, ja, war funny.
Die Zeile danach, in dem er sagt, sag's, ich wäre ein Eimer, was eine Innovation, ich könnte den Text mit einem Wort kontern, Integration, finde ich dann eine sehr starke Line. Und die türkische Nazi-Line danach fand ich nett, aber nichts wirklich sehr Erwähnenswertes. Die ganzen Namen-Lines aus Kontern ist ihm dann auch sehr gut gelungen, da er einmal die Line mit Mahmoud auskontert, weil Mahmoud heißt anscheinend lobenswert und ja. Und die Wolfgang-Line hat er auch sehr gut gekontert. Danach kommt eine super H-Hook, die mir soundtechnisch als auch punchline-technisch nichts wirklich gibt. Ich meine, dort ist so ein guter Ansatz, indem er sagt, dass auch Behinderte wie er damals von den Nazis gefickt wurden, aber ja, nichts, was ich wirklich bewerten will, vor allem nicht wegen der beschissenen Delivery. Der nächste Part fängt dann mit Byte-Vorwürfen an, indem er behauptet, dass er von Kolle geklaut hat, was ich aber eher als Inspiration abstempeln würde. Die zwei Lines danach finde ich dann aber dennoch treffend, weil Styles ja immer von sich behauptet, dass Sloth sein Sohn ist, natürlich auch Spaß, okay. Und ihm auch sehr stark bei den Runden geholfen hat und ja, so gesehen ist Sloth Styles Kreation, beziehungsweise das Level, auf dem Sloth sich befindet, ist Styles Kreation. Reden ist schwer. Die Nazi-Gestenline danach war ganz okay. Seine Mom kriegt Klatsche, wenn er die Hand erhebt, okay. Ist okay. Und die Line danach, indem er sagt, dass Styles ja eigentlich der Türke sein könnte wegen den Rechtschreibfehlern, finde ich dann doch wieder treffend. Ich habe nämlich sehr viele Rechtschreibfehler gefunden. Und Junge, seid mit T und seid mit D. Lern es. Es ist nicht schwer. Bei der Max und Moritz Line blicke ich nicht so ganz, wie er das meint, weil am Ende von Max und Moritz ist es ja so, dass die Idioten einfach irgendwo reinfallen und dann zu Lebkuchen weiterverarbeitet werden oder sowas und gegessen werden. Vielleicht meint er das so und dann auch in Bezug auf Sloths Namen Moritz, aber ja, naja, es ist, nee. Die Özil-Lines danach fand ich dann doch nochmal am Ende sehr unterhaltend. Ich bin zwar kein großer Fußballfan und kenne mich auch nicht wirklich in dieser Materie aus, aber mir wurde zugeflüstert, dass Özil wohl sehr gut mit Standardschüssen ist oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber ja, sind an sich coole Lines. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass ich bei Punchlines ein 3:12 an Wolke geben werde. Der Technikpunkt. Beide sind technisch sehr stark unterwegs, meistens mit 4- bis 5-silbigen Reimen. Nur bei Wolki sind es, glaube ich, öfters mal unsaubere Reime. Aber an sich würde ich dann den Technikpunkt an beide geben. Bitte hasst mich nicht, wenn ich was falsch gemacht habe. Und als letztes kommt der Extrapunkt, den ich an Styles geben würde, da ich mir seine Runde einfach soundtechnisch gesehen sehr viel besser geben kann, was für mich immer sehr wichtig ist, denn wenn eine Runde sich für mich nicht gut anhört, habe ich auch keinen Bock, sie mir anzuhören. Soll jetzt nicht heißen, dass Bönigsrunde sich schlecht angehört hat, aber im Gegensatz zu Styles hat sie sich schlecht angehört. Im Gegensatz zu Styles, okay? Cool. Ja. Zählen wir alle Punkte zusammen, dann steht es 4-8 für Styles und damit hat er die Hinrunde gegen Wolki gewonnen. Mal gucken, was die Rückrunde zu bieten hat. So, Bewertung fürs erste RBB-Viertelfinale. Bin jetzt Ersatzjuror für den Set. Shoutouts an ihn erstmal und ja, jetzt geht's ab. Styles in Runde gegen Binnig Rückrunde, Video 1-0 Binnig, viel bessere Locations bei Binnig, bessere und saubere Kamera, finde die Performance von Binnig auch nicht perfekt, aber wirkt stärker als die von Styles, alleine da er zumindest teilweise seinen Text gelernt hat und nicht immer seine Maske trägt, zwar auch sehr oft, aber gibt ein paar Takes ohne und wirkt trotzdem für mich stärker. Nachbearbeitung war aber bei beiden gut, aber Binnig überzeugt mich da auch etwas mehr. War da, also vom Look her und dann. Delivery halt 1-0 Styles einfach.
der Stimmeinsatz bei ihm sehr routiniert und gut. Lines kommen alle direkt an, hat wirklich keine Verständnisprobleme. Ein paar Betonungen fand ich ein bisschen übertrieben, aber manche, wie so bei der Manfred-Line, fand ich sehr nice. Bin ich leider mit dem Problem, dass er zu wenig bzw. zu stumpf betont und irgendwie einzelne Zeilen wie Bad Wars wirken, obwohl sie es nicht sind, das ist ein bisschen weird. Also geht für mich in Styles. Audio, ja, Flow, Styles quasi 100% on point, Betonungen und Pattern, gute Abwechslung, kann ich gar nicht haten. Bebinnig leider sehr viel Schwäche, Zeilenlänge stimmt oft nicht, Stimmeinsatz kommt drüber wie gesprochen, alles nicht ganz so geil. Musikalität, Styles Runde 12 was zu lange muss, man macht einfach keine 3 Minuten Runden in einem Viertelfinale. So, das sollte man im Finale oder so machen, aber war keine Ahnung, wenn das irgendwie, weiß ich nicht, VBT oder TNM ist, keine Ahnung was, aber hier nicht. Aber zurück zum Thema, aber Potz hat gut gerappt und Hook bringt gut Abwechslung rein. Wer bin ich, Runde, also bin ich, hasse einen scheiß Namen, Alter, ich weiß Sinek und so, aber in meinem Namen, Digga. Aber Binnengrunde kann da einfach nicht mithalten. Runde ist noch länger und man kann sich das echt nicht gut am Stück anhören. Und super, hör bitte mit Rap auf. Das ist einfach nur traurig. Aber Qualität, Styles gut abgemischt und Binnig, viel zu leise. Also ist im Ganzen auch recht eindeutig an Styles. Also jetzt 3-0 bei Audio. Technik 1-0. An Styles, der ist ziemlich gut, meistens mindestens dreisilbig, wenn nicht sogar mehr, also gab auch ein paar sechssilbige, auch ein paar Binnenreime, ein paar zu viele Blenderreime, ich hatte auch keine Beispiele, aber da waren so Füllsilben mir zu viele, aber ja, es ist trotzdem ein gutes Niveau. Bin ich auch, aber da es mir sehr viel zu unsauber gibt, das an Styles. Punchline sehe ich bei Binnig. Styles hat ein paar gute Lines, Asche-Feature mochte ich, Handtuch auf Döner fand ich sehr, sehr witzig, musste sogar lachen. Wolfgang und Manfred-Line fand ich beide ganz gut und Arne-Line mochte ich auch, also ist alles in allem ganz gut, aber ich habe die Angriffsfläche nicht ganz gegettet. Findest du, das ist ein Punchy zu sagen, dass er nicht so wie jeder Türke ist? Glaubt nicht so. Bei der Rückrunde fand ich schon echt viele gute Lines. Cousins-Line mochte ich. Integration-Line fand ich sehr, sehr gut. Ja, Lobenswert-Line auch ganz nice. Goethe-Line auch, wenn auch ein bisschen obvious, aber ist halt Funktion. Ist erfüllt. Hunter-Heben-Line auch ganz gut. Und die meisten Lines, die ich nicht erwähnt habe, sind auch gut. Also, geht für mich deutlich an Binnig. Extra würde ich eigentlich an Styles geben, da ich das Gesamtpaket schon sehr viel cooler finde, aber Binnig hat mir textlich zu viel besser abgeliefert, als dass ich den extra Punkt nur an Styles geben würde, so 1-1 und insgesamt 7-5. So, Analyse Teil 2. Hier mit Styles seiner Hinrunde gegen Binnig seine Rückrunde. Kommen wir mal zum Video. Ist ein 1-1, finde ich. Das Performance-Video von Wasp MP1 nicht schlecht eigentlich, aber ist auch nicht das Wahre. Binnig hingegen hat er ja auch mit dem Handy aufgenommen, so sein Bild kacke aus, aber dafür sieht er aus wie Johnny Dixon. Das ist cool. Das ist richtig cool. Also 1-1. Kommen wir dann wieder zum Audiopunkt. Ja, 3-0 Styles. Bin ich hier besser als in seiner Hinrunde, finde ich. Ihm steht der Beat auch, finde ich, ein bisschen besser. Auch ein geiler Beat, by the way. Aber steht ihm ein bisschen besser, kommt ein bisschen solider drauf. Ich ignoriere mal das Feature mal ganz gekonnt. Ich glaube, da muss ich nicht wirklich was sagen. Ich werde dieses Feature auch bis zum Ende des Battles gekonnt ignorieren und mich nicht drauf ablassen. Aber würde ich das werten, dann hätte ich hier Binnig alle seine Punkte in Sand gesetzt, so. Also bin ich mal nett und beachte es nicht. Zum Gunsten von Binnig. Man merkt vielleicht, was ich vom Feature halte. Styles hingegen float wie gekonnt solide, auch recht musikalisch, obwohl ich dieses komische Geflüstert in der Hook nicht so gefühlt habe. Und qualitativ ist es auch etwas besser als Binnig. Deswegen
hatte da 13-0 bekommen. Kommen wir eigentlich zum saftigen Teil des Battles, des gesamten Battles eigentlich, nicht nur der Hinrunde von Styles in der Rückrunde von Münich, zwar im Text, weil diesmal ist er echt solide gewesen. So nicht wie in der Hinrunde von Münich und der Rückrunde von Styles, da wo es ein bisschen mager war, hier ist es saftig. Fangen wir mal an mit Technik, beide haben sehr solide Reime, so durchgehend, dreisilbig, mal mehr, mal weniger. Ich sehe hier keinen wirklich krass weiter vorne. Vielleicht Styles, weil er die ein bisschen, die Lines ein bisschen besser schreibt, ein bisschen rap-tauglicher. Aber da sehe ich keinen deutlichen Sieger, also 1-2-1 bei Technik. Kommen wir dann zu den Punchlines noch. Der Styles hat sehr viele solide Lines eigentlich. Besonders die ganzen Türken-Lines und so sind eigentlich ganz okay. Ist jetzt nichts krass vieles? Aber ist es viel, aber es ist halt nichts Neues. Es ist halt bekannt und das ist auch ein bisschen naheliegend. Aber wenn man was Naheliegendes gut ausschlachtet, kann es auch sehr gut werden. Ich bin jetzt ein bisschen zu faul, die Lines aufzuzählen, aber ich finde 3 Punkte ziemlich in Ordnung. Also wir haben ja 4 Punkte jetzt bei den Punchlines, deswegen sind da 3 in Ordnung. Nicht ganz volle Punktzahl, aber besser als seine Runde, seine Rückrunde, und die hat ja 2 von mir bekommen. Das finde ich da 3 ziemlich angebracht. Binnig kontert das Zeug ziemlich solide. Er dreht halt die Lines wirklich um, aber im wörtlichen Sinne so. Deswegen, ich finde das Umdrehen im wörtlichen Sinne leider, was Kontern angeht, ein bisschen weak, wenn man immer einfach das genau das nimmt und genau so umdreht und zurückgibt. So, man kann sich auch ein bisschen variieren, man kann auch andere Sachen fronten, so. Auch vom Video beispielsweise, oder wenn er irgendwas falsch gemacht hat, so. Das kann man fronten, oder die Tatsache, dass er einen Fehler gemacht hat, kann man fronten. Man muss ja nicht jetzt jede Line umdrehen, dann hat man halt praktisch den gleichen Text, nur nein, du. Also, aber kontert solide, hat fast jede Line irgendwie umgedreht, und eigentlich, es ist nicht wirklich besser als Styles, aber es ist auch nicht schlechter. Es ist meiner Meinung nach ziemlich auf einem Level. Also sehe ich da auch 3 Punkte. Also macht die Punchline-Kategorie 3-3 an beide halt. Kommen wir zu Delivery. Styles bringt die Lines einiges sicherer und solider rüber. Das kommt halt auch gut an, so. Und Binnig hingegen, auch wenn er nicht wirklich vom Beat verschlungen wird oder auf dem untergeht, ist es trotzdem halt, wirkt es noch etwas unsicher, und die Lines wirken auch nicht so komplett geschrieben. Die wirken halt so, als ob die nicht auf dem Flow geschrieben wurden, so. Ich weiß nicht, ob da irgendwas fehlt, was Kleines. Aber es fehlt noch wirklich nur so ein bisschen, damit die Delivery passt, so. Ich weiß nicht, was genau. Einfach. Ja, Delivery-Punkt dann halt an Styles. Extra-Punkt. Ich beachte mal Super Age nicht, weil wenn ich ihn beachten würde, dann würde er eher den Extra-Punkt verlieren, aber das will ich ja nicht. Also, ich gebe beiden einen Extra-Punkt im Endeffekt. Das war so die bessere Hälfte des Battles. Bei weitem. Beide Runden eigentlich ziemlich gut. Natürlich bis aufs Feature, aber das ist nicht wichtig. Sehr solides Battle. Natürlich, Styles gewinnt hier eigentlich nur durch seine Flow-Musikalität und seine Qualität. Sonst sind ja die Punkte eigentlich gleich. Und die Delivery. Er gewinnt ja nur, weil er einfach der bessere Rapper ist. Weil textlich sind sie auf einem Level. Zwar ziemlich gut und tatsächlich. Und genauso videotechnisch. So. Und extra Punkt, halt dann weiter. War ein gutes Battle. Das macht einen Endpunktestand von 10-6 an Styles. Was mit seinem 8-3 von vorhin zu einem 18-9 wird. Also, in meiner Analyse ist Styles hier relativ deutlich weiter. Mehr mit seiner Rückrunde als mit seiner Hinrunde. Seine Hinrunde wurde ja doch ziemlich knapp. Aber die Rückrunde, oder beziehungsweise eher, dass Binnig so eine relativ magere Hinrunde gedrückt hat, hat ihm, sagen wir, den Sieg garantiert, so. Ja, 10-6 in dieser Runde, aber Binnig keineswegs schlecht. Und ihm, das fehlt nur so ein bisschen, bis es halt wirklich böllert, so. Du spittest japanisch richtig krass. Sogar Moneyboy hat in deiner Quali einen krasseren Spit gebracht. Das Betten hast du vorzählig drauf, denn du hast diesen Spit sogar von Kolle geklaut. Hey, ich zeig dir meine Nanschik, du behinderter Spaß. Das, was Binnig da macht, hat weder Stimme noch Takt. Du wolltest Moneyboy sofort ein dekanetter Versuch. Der war zu drehen, den Zweck auf Zeiten doch schon besser als du.
So, und jetzt ist es Zeit, die Rollen zu tauschen. Styles Rückrunde versus Benix in Runde. Mal gucken, wer hier diesmal besser abgeliefert hat. Der Videopunkt geht natürlich an Binnig, brauche ich nicht viel zu sagen, Styles hat ein Standbild eingereicht. Der Delivery-Punkt geht in diesem Fall natürlich auch wieder an Styles. Ich habe schon in meiner Hinrunde von Styles gesagt, wieso er den Punkt bekommen hat. Hier ist es genau das gleiche. Wobei ich bei der Hook sagen muss, dass ich den ersten Teil, wo er das leicht gesungen hat, gar nicht mal so on point fand wie den Teil danach, wo er mir die Scheiße aus dem Leib geschrien hat, denn das hat mir mehr gefallen. Bei den Audiopunkten habe ich ja auch schon bei der Analyse davor gesagt, dass Styles auch die wieder bekommen wird und ja. Machen wir einfach weiter mit den Punchlines und dort bewerte ich nun erstmal die Hinrunde von Bündig und danach die Rückrunde von Styles. Macht Sinn. Fangen wir an mit der ersten Zeile, in der er sagt, du spittest japanisch richtig krass, sogar Moneyboy hat in deiner Quali einen krasseren Spit gebracht. Ist eine gute Line. Weil Styles Quali ja ein Moneyboy-Intro hatte, wo er Milchbubis auf Milchbubis reimt. Dann ein Kolle. Haarmund. Ein Kollebite-Vorwurf, der diesmal sogar mehr Sinn macht, wie ich finde, weil Japanisch. Das war dann tatsächlich ja ein Byte oder eine Doppelschöpfung oder eine unterbewusste Inspiration. Also, was heißt Inspiration? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin echt müde, es ist 8 Uhr morgens. Die Zeile danach, wo er sagt, dass eine Kuh über Styles Haare geleckt hätte. Wack. Die kranker Fickt-Line danach, wo er das Battle gegen Punch Arroganz erwähnt, war dann eigentlich auch ziemlich amüsant, weil, wie ich erfahren habe, hat Bündig eine ähnliche Krankheit wie Punch Arroganz und ja. Die 4 Zeilen danach mit dem Einreichen seiner Qualis und bla, finde ich dann doch eher meh, weil ich nicht, ich blicke nicht, was er mir damit sagen will. Ob er mir, ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht, ich blick's nicht, tut mir leid. Und die letzte Line ist funny, aber nichts, das ich wirklich werten würde, ist einfach nur eine witzige Line. Und nun kommen wir zum Konter von Styles. Sofort die erste Line finde ich in der Kombination mit der Delivery einfach nur nice. Und der Moneyball-Konter danach ist dann auch wieder sehr gelungen. Er sagt nämlich, du wagst es Moneyball zu fronten, degenerierter Versuch. Erstens, niemand frontet den Boy, den G. Der war zu Dreh, den Swag auf Zeiten doch schon besser als du. Haha, ist eine gute Line. Der Konter dann mit dass Kolle ihn bitet und so, finde ich dann wieder wack. Die Konterline zu denen, dass eine Kuh über seine Haare geleckt hat, finde ich dann auch wieder sehr amüsant. Er sagt, als Türke eine Kuh erwähnen, riesiger Blender. Ich sag, du fickst deine Ziege und du kriegst gerade einen Ständer. Wirklich funny. Auch danach wieder ein guter Konter. Kranke ficken mich nur, wenn deine Mama Corona hat. Auch wieder ein Konter darauf. Zu den ganzen Punch-Zeilen oder zu der einen Punch-Zeile besser gesagt. Die TNM-Lines dazu kann ich nichts sagen, weil ich das TNM nie verfolgt habe. Aber ich fand auch die Zeile von Walky wack, deswegen. Ja, keine Ahnung. Glück gehabt oder so, was weiß ich. Danach die Zeile finde ich dann wieder auch sehr gut, wo er sagt: Ich bleibe nur für den Sieg hier, was für ein Fehler, du Bitch-Kid. Ich gewinne nur, weil es Gegner wie dich gibt. Und das zusammen mit der Delivery, wo er sich das Lachen noch irgendwie verkneifen muss. Auch wieder ziemlich gelungen. Und die letzte Line finde ich dann wieder sehr gut, weil er sagt, Robins Cock erwähnen, macht den Binnig zur Fotze. Ich sage, der ist winzig und gewinne das trotzdem. Ich habe nochmal alles angeguckt und bin zum Entschluss gekommen, dass ich bei Punches ein 3-1 an Styles geben werde. Technisch sind beide wieder auf einem stabilen bis guten Level. Ab und zu gibt es mal ein paar kleine Aussetzer, aber Technikpunkt geht auch hier wieder an beide. Und der Extrapunkt geht in diesem Fall auch wieder an Styles mit der gleichen Erklärung wie davor. Einfach soundtechnisch gefällt es mir besser. Es ist eine Runde, die ich mir eher pumpen würde als die von Wolki. Und ja. Und somit kommen wir dann auch zu einem 9:3 für Styles. In der Rückrunde hat er also noch mehr gefickt als in der Hinrunde. Schade. Aber
herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Binnig Hinrunde gegen Styles Rückrunde, ja, Video ist 1-0 Binnig, ist klar, Binnigs Video nervt mich zwar die Farben ein bisschen, aber ist qualitativ gut, Styles hat halt Standbild. Deliveries wieder 1-0, quasi genau wie oben, also Styles guter Stimmeinsatz, gefällt mir sogar besser als auf deinem Beat, passt, hier finde ich etwas besser, wenn ich gelesen habe, dass du den Beat nicht geil findest, aber ich finde das passt. Also kommt alles gut in die Fresse, Binnig noch leiser abgemischt. Ich dachte gar nicht, dass das möglich ist. Die versteht zum Teil echt nicht mal, was wenn ich das nicht auf volle Lautstärke drehe. Und ich hatte Kopfhörer an, also. So, mach bitte was in der Mische, Junge. Flow ist quasi auch wie in Runde 1. Style, wie gesagt, noch ein bisschen cooler auf dem Beat, weil da finde ich mehr zu dir passt. Aber ist Geschmackssache und Binnig ist teilweise taktsicherer. Aber man hört die Flow hier auf diesem Beat halt echt stark raus. Also vielleicht solltest du einen Beat picken, auf den die Drums nicht so präsent kommen, aber ja, Musikalität kommt bei Binnig halt echt nicht so auf, monotoner Stimmeinsatz, wie so pro Flow und schlechte Quali, ja, Styles ist halt so eine Styles-Runde, aber kann man sich geben, also geht auch an Styles und Qualität, ja gut, ist klar, geht an Styles und ja. Technik 1-1 wieder wie oben, beide gute Reime, aber Styles teilweise etwas zweckig und Binnig besser als in der ersten Runde, gebe mal Draw, weil nicht so großer Unterschied. Punchlines 1-0 an Styles, weil Binnig hier irgendwie so in der Kategorie erwähnen, aber nichts draus machen ist. Diese Japanisch-Lines, also zu diesem eigenen Split, die Punch-Arroganz-Geschichte und dass er bei mir BB als einziges durchzieht, weil er als einziges nicht fliegt. Sind alles ganz okay angesichts. Gerade letztes hätte man sehr böse raus machen können, weil das, ja, will ja gar nichts zu sagen, aber da hätte man schon was draus machen können, aber hast du eigentlich gar nichts. Content liegt dir irgendwie viel besser. Hier, ja. Styles halt auch nicht so wirklich geile Konter. Hat keine Ahnung, so Ziegenland zum Beispiel sehr einfallslos und wegen. Ist halt auch kein richtiger Content, der sagt halt so, deine Haare sehen aus, jetzt hat sie eine Kuh abgelegt, ist zwar ein scheiß Front, aber das mit Ziege zu kontern, weil Kühe und Ziege sind beides Tiere und Türken ficken Ziegen, das ist mir alles zu weit hergeholt, also das hat echt nichts miteinander zu tun, aber es gab gute Konter, diese Rapper wie Dearline mochte ich und diese die Moneyboy-Line war auch ganz okay. Und ja, Kolle beitet mich, fand ich sehr lustig. Also geht mal 1-0 an dich. Findet euch beide nicht so berauschend, aber geht auf jeden Fall. Aber du hast auf jeden Fall die besser ausformulierten Punchlines. Extra Punkt geht 1-0 an Styles. Beide rollen nicht besonders. Binnig auch großer Rückschritt, beziehungsweise die Hinrunde ist ja vor der Rückrunde gemacht worden, also ja, voll großer Fortschritt bei Binnig, also kann man nur loben, aber die erste Runde war echt, also die Hinrunde war echt nichts von dir, ja. Und Styles halt besser gerappt, also gib extra Punkte an dich. Hier steht es 7-2 und im Ganzpunktestand 14-7. War aber ein nettes Battle, hab vielleicht ein bisschen viel gehatet oder eigentlich nicht, aber ihr seid trotzdem geile Typen und ja, kann euch nicht haten. Ja. So, Goldstoffmann hier. Analyse, Binnig gegen Styles. Der erste Teil. Beginnen wir mit den kürzeren Runden hier, also mit Binnigs Hinrunde gegen Styles seine Rückrunde. Kommen wir zu den Videos. Binnig sein Video ist eigentlich ziemlich gut. Also ich mag den Farbton sehr und die Szenen mit der Shisha finde ich leider nicht so gut, aber sonst an sich ein ziemlich okay Video. Man hätte, finde ich, einiges mehr rausholen können. Dadurch, dass es halt ein sehr dunkles Video ist und wahrscheinlich so recht im Dunkeln aufgenommen wurde, nur mit LED-Streifen, da nimmt die Kamera halt nicht viel auf. Natürlich hat das dann Bildrauschen, Unschärfe, dies, das, tralala.
Da hätte man eventuell ein bisschen besser beleuchten können. Und dann wird die Qualität ein bisschen höher. Außerdem könnte man mit dem Schnitt Nachbearbeitung auch ein bisschen besser arbeiten. So beispielsweise in der Slow-Motion-Szene, da wo der Protagonist da mit der weißen Maske so in der Ecke steht, am Rand des Bildes, und dann zieht es langsam rüber. Das ist sehr, sehr super aus, finde ich. Deswegen, da hätte man etwas mehr rausholen können, aber insgesamt ist es eigentlich ein okay Video. Styles hingegen hat kein Video, witziges Bild doch. 1:0. Kommen wir zum Audio-Teil. Fasse ich mich kurz. Styles nimmt den ziemlich hops in den 3 Punkten. 3:0 zu geben wäre das einzig Angebrachte. Wirklich, da gibt es nicht mal irgendwo Punkte, wo man sich drum streiten könnte. Es ist einfach in allen 3 Punkten um einiges besser. Kommen wir dann zur Technik. Sehe ich bei Binnig ziemlich viele solide Reime tatsächlich. Bis auf Hoffnung hast, auf Gewinnchancen hast. Der ist, oh kacke, das ist Hast auf Hass, das ist nicht mal ein Reim. Ich hätte die Line auch an sich gestrichen, weil er nicht gut ist, aber was soll's. An sich sonst 3-silbige Reime, ziemlich häufig. Da kann man machen. Ziemlich solide. Styles hingegen hat leider keinen Text in der Beschreibung, deswegen kann ich da jetzt nicht mit Silbenzählen und so ankommen, was bei jedem Müll ist, aber dennoch, was soll man sagen. Styles hat auch ziemlich viele solide Reime, so wie es sich klang. Hat ab und zu mal bessere gehabt, ab und zu mal nicht so gute. Schick mal die Lyrics bitte. Jedenfalls 1:1 wäre da ziemlich angebracht, finde ich. Kommen wir zu den Punchlines. Da sieht es für Binnig nicht wirklich rosig aus. Er hat ein paar solide Lines, die ich so fand. Und es ist 1:16, wo nicht alles wirklich gut ist. So. Das ist echt wenig, aber dafür, dass es halt so wenig ist, ist es nicht mal konstant gut. Da, ich glaube, ein Punkt wäre da drin, mehr aber auch nicht. Das Battle ist auch eh echt eindeutig, also um den einen Punkt da kommt es nicht drauf an, finde ich. Styles hingegen kontert alles ziemlich solide. Ich konnte aufgrund der fehlenden Lyrics irgendwie nicht viel rausfinden, aber die Konter waren in Ordnung und dann durch Delivery kommt da noch einiges an. Ich finde, und 2 Punkte wären da schon in Ordnung. Das sind jetzt keine überzeugenden 2 Punkte, aber es sind 2 Punkte, die er sich so verdient hat. Dann kommt noch die Delivery dazu. Das geht auch an Styles, der bringt die Lines ziemlich gut rüber und aufgrund dessen funktionieren noch einige Lines erst durch die Delivery. Delivery-Punkt geht hier nur an Styles. Binnig hingegen kommt nicht so sicher rüber. Ich weiß nicht, warum er auch diesen Beat gepickt hat. Er ist ziemlich nice, aber da fehlt ihm noch ein bisschen der Power in der Stimme, damit es auch prägnant kommt. Ein extra Punkt geht auch an Styles, wenn auch nur so, weil aufgrund dessen, dass es halt von beiden halt eine Art 16 ist, plus immer die Hook von Styles. Styles hat das schon besser abgeliefert, aber es ist jetzt nicht eine kranke Runde, weil es einfach wie die Hinrunde auch nur so ein kurzes Ding ist. Binnig hingegen hat leider nicht so gut abgeliefert dieses Mal. Hoffentlich sitzt es in den Rückrunden, aber in der Hinrunde sieht es nicht wirklich rosig für ihn aus. Das macht einen Punktestand von 3:8. 8 Punkte an Styles, 3 Punkte an Binnig.